Willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute haben wir Großes vor. Heute geht es nämlich darum, in eine Höhle zu gehen. Mal wieder. Aber diesmal die richtigen Sachen. Ja, Skylord ist an der Reihe. Und Captain Skylord Delta und Unterrangoffizier Starlord Deko. Cremehaar ist auch da. Starlord! Bon Reis, Muchachos. Eierstöcke polieren und herzlichen Bon Hallo. Entschuldigt bitte für den Start-Cringe. Ja, kennen wir. Kein Problem. Ja, das ist, man muss ihn gewöhnt sein. Ja, es geht in eine Klabusterhöhle. Ja. Da es in eine Höhle geht, dachte ich, entweder Shotgun mitnehmen. Ich hab ne Pumpgun. Ja. Oder geile Flinte. Eins von beiden. Was wollen wir? Ich hab beides. Ich hab geile Flinte. Okay. Ich hab ein geiles Maywing ein. Einfach losgeschossen. Also, letzte Folge waren wir im Labyrinth und haben ein neues, genialen T-Rex mit kranken Angriffswerten zusammengefahren. Da machen wir heute weiter. Und wir brauchen auch noch eine Hatchery. Zwei weitere. Aber das machen wir später, oder? In meinem Turm. Yep. Hatchery, mal kurz schauen, was wir brauchen. Ah, wir brauchen noch menschliche Haare dafür, oder? Nee, Hatchery braucht Eier. Achso, okay. Eier! Gib mir Eier! Mario, ich hab dir was auf den großen Tee geworfen. Was, mit welchen Menschen bin ich hier gerade unterwegs? Was ist da los? Ja, es ist... Okay, da haben wir das. Wir haben Delta in der letzten Folge ein bisschen fertig gemacht, dass wir nicht so begeistert davon sind, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Was denn? Eigentlich muss man sagen, es ist gar nicht so schlecht. Pumpgun. Die Pumpgun. So, wie viel Prozent hat die? Ich weiß natürlich, dass es irgendwas mit 300 war. Nee, knapp 300, ja. Aber ihr könnt jetzt nachschauen, wie viel meine Pumpgun hat. Müsste in der Kiste neben den Kühlschränken. Ja, ist die, glaube ich, drin. Ich glaube, die hat über 500. Nee, da ist keine drin. Ja. 500! Wo ist denn meine Pumpgun hin? Hier ist sie hier. Bin drin? Der Meinung, ich hatte eine Pumpgun mit 500%. Also mich würde das wundern. Mich nicht. Sei denn, du hast die jetzt. Pump-Action-Shotgun, alle Strukturen im Inventar. Nee. Also, ja, ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, muss ich sagen. Marvin hat es dir wahrscheinlich dabei. Nee, wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's wirklich nicht. Ich schwöre. Also, entweder irgendjemand hat sie im Inventar oder sie ist einfach nicht hier. Ich schwöre. Also, ich hab keine Pumpgun mehr dabei, deswegen irgendwo muss ich es hingelegt haben. Ich guck gerade, ich hab hier ein Transfer-Tool, womit ich aus allen Strukturen was ziehen kann, aber nee. Hier ist keine. Ich habe ein Transfer-Tool. Richtiger Roboter. Ich habe hier Maywing mit 27 Ausdauer. Das, keine Ahnung, das ist gut, das war schlecht. T-Rex 37. Was hast du kaputt gemacht? 44. Hier ist alles voller Dodo-Eiers. Die wollte ich gerade in der Hatchery 45, verarbeiten, aber ich habe sie hingeschmissen 45, und jetzt. Ja. Alles zerstören, alles löschen. Aber es sieht cool aus. Komm mal rein, Warte. Komm ins Haus, also wenn ihr kurz Zeit habt. Ja, ich komme. Ich muss gerade ein paar T-Rexe töten. Ey, ohne Mist, ich lasse jetzt einfach hier. Dann haben wir neben Papageien eben auch noch Dodos im Haus. Also, was soll's. Oh, warum? Ja, warum nicht? Einfach. Ne? Warum? Essen die jetzt auch schon was? Wenn die in der Range von der Nanny sind, ja. Aber hat die Nanny Früchte? Im Haus ist... Nee, Früchte hat sie. Sie hat nur Chitin, glaube ich. Die hat nur Chitin, warte. Hast du was? Berries, du was? Yeah. Hast du nicht genug? Junge. Warte, ich ziehe Berries rein. Ja, jetzt hat sie. Digga, er macht das alles mit der Wolke. Er macht das smart. Deadass, though! Alter! Oh, zeig ich mal. Warte, hier ist ein Pfeiler im Weg. Also ist jetzt nicht, so der. Ah, ist aber okay, ja. Also, ja, ist so ein Apfel, ne? Ist halt, ja. Na, ein bisschen flach, würde ich sagen. Alter, du bist schon ein harter. Sexistischer Geier. Das war eigentlich nur ein Test, um zu schauen, so wie sexistisch du drauf bist. Wie sexistisch ist Delta? Ja. Durchgefallen. In die Falle getappt richtig und durchgefallen, getrappt, Alter. Richtig getrappt. Richtig internetmäßig so pedo-like getrappt, ey. Alter, wir unterhalten uns nochmal mit dem Witz, ne? Unterschied Seife. Mit der Seife, ne? Ich kenne den Witz. Das ist jetzt unfair für die ganzen Zuschauer, weil die nicht wissen, worüber wir reden. Das macht man eigentlich nicht. Das ist unprofessionell. Ja, das erinnert mich wieder an dem Witz, weißt du? Was ist der Unterschied zwischen einer Muschi und Seife oder so?
Was? Ich hab mich noch nie gehört. Was zum Glück? Okay, ich weiß auch nicht mehr. Also, ja, erzähl doch jetzt. Keine Ahnung. Ich bin neugierig. Was ist der Unterschied? Da geht's googeln oder was? Wir haben alle Rüstung, wir haben Trinken. Ich habe eine Hatchery. Eine. Die kann ich ja schon mal rüberbringen. Und dann cruisen wir los, um den Skylord zu. Okay. Ja, wo ist jetzt meine Flinte abgeblieben? Also meine Pumpgun-Flinte. Wie gesagt, ich habe sie nicht gefunden im Transfer-Tool. Wahrscheinlich hat Marvin sie dabei. Ich schwöre dir, ich habe sie nicht. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, dass wir so eine krasse Shotgun haben. Keine Ahnung. Ja, weil wir die haben. Wo bist du denn? Im Haus jetzt. Ja, ich bin nur. In deinem Haus oder? Nein, in meinem in deinem Haus. Ich bin jetzt in deinem Haus. Ich bin in deinem Haus. Soll ich auch noch ein Haus bauen oder? Können wir auch machen. Warum ist die denn hier nirgendwo? Ich hab die Hatchery jetzt oben übrigens bei dir in den Schrank geballert, ne? Dass du Bescheid weißt. Hier ist keine Weil wir nie eine Shotgun hatten, die so krass ist. Nie. Klar, ich hab doch aus dem einen Job. Ich geh jetzt in mein Inventar. Nein, mit einem Job habe ich die bekommen. So eine 500% oder vielleicht 300%, aber irgendwie sowas. Ja, komm jetzt, also Palabra. Du hattest auf jeden Fall die Marvin gefunden, die Delta gefunden. Beruhig dich. Du hattest auf jeden Fall eine mit 200 irgendwas. Die hat's. Die hab ich dabei jetzt. Achso, ja. Ah, dann wissen wir, wo meine Pumpgun geblieben ist. Ja, die hat aber keine 500. Ihr miesen Klauer, Alter. 250%, die sind ja schlechter als der Blue Dragon, Junge. Alter, warum ist kein Friendly Fire an? Ich hätte so eine Hälfte gegeben. Seid ihr jetzt ready for Takeoff? Megatherium mitnehmen? Sehr ready. Was, Megatherium? Ich crafte mir jetzt die 200% am Pumpkin hier. Deko, der mich in der letzten Folge noch zugelaut hat mit. Ey, verschwende nicht all unsere Ressourcen. Jetzt komm her. Du hast doch gerade auch irgendwas gefunden, oder? Ach nee, der Bogen ist auch langweilig. Ja. Oh, und der ist richtig hier, teuer. Darf man sich hier den Thylakoleon mitnehmen hier? Habe ich die du schon? Du kannst alles mitnehmen, was du willst, ja. Okay. Achso, wie ist Megatherium, ne? Ja. Lucifer habe ich dabei. Achso, wir sollen. Megatherium habe ich dabei. Ist schon wieder ein paar Folgen her, unseren. Wie auch immer, dieser komische Langhals Unterwasser-Dino heißt. Den sollen wir Loch Ness nennen. Lapras habe ich gehört. Nessie oder Lapras, das ist cool, ja. Genau. Ich bin jetzt bei 55. Okay, das reicht noch nicht ganz. Hallo. Ich glaube, auf der anderen Seite, dann haben wir's. Geil. Ich hoffe, Delta, du warst ja schon in allen, ne? Das heißt, da kennst du dich auch. Alpha, Höhlen. Aber nicht in den Gamma und Beta. Okay, das heißt, also, die Höhle kennst du nicht. Gut. Ah, nee, das ist ja Alpha. Okay. Oh, okay. Weil ich wusste jetzt also, nicht, sieht die cool aus, sieht die scheiße aus, so, was ist da für eine Höhle? Ich glaube, dass es eine Höhle ist, wo wieder Spinnennetze rumhängen. Das kann ich glaube sagen. Man müsste sich eigentlich einmal angucken, in welche Richtung welche Zahlen höher gehen. Ja. 58,4. Da bin ich jetzt, okay. Und jetzt eigentlich nur noch nach links oder rechts. Vielleicht hier hinter, warte mal. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Sieht aus, als wäre es eigentlich dahinter. Haben wir irgendwie Granaten oder so, um hier den Eingang frei zu schießen? Nee. Ich bin jetzt bei 58,57. Genau hier müsste es eigentlich sein. Nein, bei 58,4. 57. 58,04 oder 58,40? 58,4. Ja, es ist ja dann eigentlich 58,40. Ja. Da bin ich jetzt genau. Da bist du jetzt genau sogar. Ich bin genau bei 58,40 und bei 57,4. Und? Ich bin hier auf so einem Ding drauf. Aber einen Höhleneingang sehe ich hier nicht. Da drunter irgendwie? Ja. Hallo Delta! Ja, hi! Wie? Wo? Erzähl! Wie, was ja, erzähl ich? Wo der Höhleneingang ist. Ja, ich bin dabei zu erzählen, aber finde die Worte nicht. Aha. Ich muss selber gucken. Hier irgendwo am Rand? Warum sind das hier alles unterschiedlich? Das hat Delta gerade erzählt.
Ach so, nee, das ist von The Island. Alter! Genius! Richtiger Profi, ey. Ja, dann cruisen wir zu dem anderen, nämlich zu Hunter, was komplett links ist. Das stimmt ja schon. Da kann ich dir sogar die Koordinaten nochmal geben. Das ist 36,3, 15,3. Let's go. Ich muss ehrlich sagen, nach meiner anfänglichen Ableigung gegen Maywings, finde ich es mittlerweile die coolste Art zu reisen. Ja, Dito. Ich bin immer noch Mana-Fan. Nee, Mana ist richtig nervig, ey. 36,3, 15,3. Hier ist auch nicht! Jedes Mal. Und nicht verarschen? Ist hier drunter vielleicht? Das können die doch nicht machen. Also mit dem Mana nervt mich einfach dieses Auf- und Abständig. Aber ich finde sie trotzdem schneller, muss ich ehrlich sagen. Kann auch nicht täuschen. Also langsam geht mir die Map hier auf den Sack mit den Höhlen entgegen. Aber bisher ist war alles richtig. Nur diese beiden nicht, das kann doch nicht sein. Dass wir genau die beiden, die Leute machen wollen. Ja. Genau die wir brauchen. Nice. Dann müssen wir wohl doch den Alpha-Entgegner machen. Was? War wie da, wo wir waren wollen. Das ist richtig. Meinst du echt? Ja. Das muss es sein. Das ist. Aber ich dachte, es war nur so ein Eingang. Ja, der Typ läuft hier nach links und rechts nochmal durch. Okay, jetzt müssen wir natürlich Deko sagen, wo wir hin müssen. Ja, ich guck gleich nochmal. Hallo? Boah, den Eingang wieder finden. War das hier? Hallo, tell me! Hallo, zu viele Bomben sind's hier. 37,10 bin ich jetzt. So, ich gucke jetzt nochmal rein. 30. Ich geh jetzt nochmal rein. Also, da waren wir gerade schon. Hier, nach rechts und links geht's hier bei mir. Tatsache. Hier, geht da mal hier lang. Hallo? Okay, hier ist Sackgasse. Okay, doch nicht, ja. bitte nicht. Hier. Ah ja, okay. Hier warte ich. Ich habe auch schon Drop über uns. Okay, sehr gut. Haben wir es doch noch gefunden. Mehr aber das ist 37,10, was soll die Scheiße? Da, die Ecke. Wir sind 4 Minuten noch raus. Was soll das hier? Ich komme auch noch mal raus. Ah, hier. Okay. Ah, okay, endlich. Das hier bestimmt, oder? Ich bin jetzt in einem Durchgang drin, bei 38,10. Ja, das ist richtig. Ah, da macht wieder 1300 Damage. Genau neben mir. Es war eine schwere Geburt hier. Alter! Okay, also Deko ist endlich da, dann können wir endlich in die Höhle rein. Jetzt geht's um, wie heißt das Ding nochmal? Hunter, ne? Hunter-Artefakt. Ja. Genau. Pack mal meinen Maywing gerade ein. Wollt ihr den einpacken, ja? Nee. Gleitschako, sicher. Einfach nur hinstellen. Was? Weil. Wir wissen aber noch nicht, ob es wirklich geht, das, ne? Bereit? Ich denk mal, hier ist. Ich höre schon mal einen Drop über uns. Okay, gehen wir weiter. Warte, ich warte auf Deko, der. Seid ihr rechts oder links dran? Links. Ah, hier. Oh ja, wir haben. Was ist das für Ohren, Alter? Echt? Ja, ich höre es auch. Megalania, okay. Oh, mitnehmen das Gift, das braucht ihr. Das sind selten die Viecher. Ich hab's mitgenommen schon. Das Gift? Ja, die droppen Megalania Gift, 2 Stück. Okay, braucht ihr rechts oder links? Später, das braucht ihr später für Alpha. Weiß ich nicht. Okay. Gamma 4? Ja. Gamma 4. Okay, gehen wir rechts zuerst. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Na, 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 boom, boom. Ja, wow. Hier runter? YOLO, oder? Geh erstmal hier weiter lang, was ja, kommt. Cool. Einer läuft links, einer rechts, perfekt. Ja, wir sind immer so organisiert. Ja. Oh, hier ist wieder Megalania. Oh, ja, aufpassen, die gehen auch direkt mit ein bis das Arc Aids. Oh. Das ist Katzen. Gut, dass ich da aufgepasst habe. Katzen Aids, okay. Von der Echse. Weiß ich Bescheid. Ah, hier geht's runter. Aber hier geht's auch nochmal rechts lang. Ja, ich laufe mal bei Deko hinterher, der ist mehr tollpatschiger als Marvin. Ah, hier sind wir wieder bei der Gabelung. Hier war der erste Megalania. Okay. Ah, ich habe wieder was gefunden. Dann war es hier lang. Für meinen Wasserfall. Riesiger Waterfall. Lamborghini. Alter, wie viele?
Wow, jetzt geht's los. Oh. Alter. Okay. Moon! In die Sniper-Position. Alles wegknallen. Aber ich die Fledermaus nicht getroffen. Los. Check. Alter, hier wird ja alles umgebracht. Gefällt mir. Oh mein Gott, Spinnen! Noch andere Aufsätze. Kill. Haben wir. Geil! Das sind meine Sniper-Balls. Jetzt noch was? Kann man nicht durch den Wasserfall? Ne, da nicht. Ich lauf gerade hier unten lang. Hier auch nicht. Hä? Was ist denn hier gerade passiert? Wurde ich zurückgesappt? Bin ich denn jetzt hier? Ich wurde auch gerade ganz kurz gesappt. Okay. Okay, hier ist sie anscheinend nicht Sackgasse. Ich bin Hallo, hier ist eine... Ich bin Hallo. Guck mal, ich bin Hallo. Hier. Hallo. Hallo? Wo denn? Jetzt? Ich bin Hallo. Wo ist Hallo? Hallo, ja, ist Hallo, ein bisschen ist, wir müssen Delta holen. Ja. Ach, da unten. Warte. Ja, Hallo? 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 Wo ist denn? Ich bin Hallo. Ich bin Tschüss. Hier ist Hallo. Ich bin Hallo, ey. Hallo, jetzt sind hier durch. Ein Klaxigon, ne? Ey! Oh! Delta, ne? An den Marvin war das. Oh! Jetzt schon? An den Artefakt! Jetzt schon? Das ging schnell. Das ist auch das andere auf. Das ist Jäger. Das war aber bisher die schwächste Höhle, ja, muss ich sagen. Wo ist das Loot? Ja, zwei Sachen habe ich bekommen, aber es war nur blau. Aber was ist das denn für eine komische Höhle gewesen, ey? Die war richtig klatsche, ey. Klatsche. Aber es war ja noch mehr. War hier unten jetzt erstmal nichts mehr? Kann das sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann sein. Hier kommt man runter. Wie kommt man denn normalerweise da hoch? Hier geht's doch lang, oder? Mhm. Ja, hier geht's noch weiter. Der Platz hier. Hier ist wieder eine kleine Abspaltung. Ja, da war ich schon. Genau, da geht's wieder hoch. Da geht's wieder zu hoch. Da geht's wieder zu hoch, man kennt ihn. Geht's wieder zu hoch? Woher weißt du das? Da geht's wieder zu hoch. Also zu hoch, ne? Digga, wie er einfach lang sprintet, ne? Digga, mit seinen 400% Bewegungsgeschwindigkeit. Richtiger Hallo? Sonic. Wo sind wir? Warte, hier geht's hoch. Irgendwo hier. Da. Ja, wir wollen aber nicht hoch. Wir wollen dahin, wo wir nicht waren. Naja, aber es geht ja hier nur so weiter. Ich glaube, wir haben wirklich schon alles abgecheckt. Ich muss hier auch nochmal lang. Hier oben ist doch ein Ding. Ne, ich glaube, hier war ich. Was haben wir hier? Oh, hier waren wir schon, diesen tote Viecher. Hier war ich auch. Ja, er tötet die Dung Beetle, Alter. Richtig schlechter Mensch, doch nichts gemacht. Ja. Aber hier dieses Melania-Gift. Wofür brauchen wir das jetzt? Irgendwo? Die Alpha. Also wirklich, um zu beschwören, oder wie? Ah, hau, ja, Loot. Genau. Siehst du, okay, was ist hier drin? Ein Diplodocus-Sattel und eine blaue Schrotflinte. Ja, die können wir schon richtig schön vercraften. Danke für gar nichts. Oh, noch mal Melania. Kill. Auf seinen Kopf. Und guck mal, haha. Was denn? Wir sind draußen. Hey, was? Was war das für eine komische Höhle? Ey, ich will's auf jeden Fall mal noch diese komische Skylord-Höhle da machen, ne? Wir brauchen die Koordinaten. Come on! Ich guck, ob ich sie finde, euch schnell. Wir haben jetzt die 9 Koordinaten bekommen. Wir waren eigentlich schon fast richtig. Für die Skylord-Höhle? Aber nicht ganz. Fast. Wir waren fast. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall auch noch. Ja, wo war wir haben das? Da ja so, viel, das so viel Zeit verwastet. 62, da, wo wir 56. davor waren. Also doch wieder an dem wieder Berg. Dieser eine Berg da. Ja, genau. Oh. Ich geh nicht hoch. Okay, ich hab beim Aussprechen nicht gemerkt. Not really surprising, Delta. Not really surprising. Ich hab's noch nicht gefunden. Das war irgendwo hier, ne? Ich glaube, Ich hab's gehört beim Aussprechen. Das ich auch. Leute, Daddy hat's. Okay. Daddy! Komm zu den Zahlen. Ja, die Zahlen. Auch. Die Zahlen. Schaut auf die Zahlen. Ja, welche Zahlen denn? Ey, das ist wirklich der Wasserfall. Aber wenn ihr den Wasserfall seht, springt da runter. Bam, fertig. Also denke ich jetzt einfach mal. Aber war es jetzt 56, 42, ne? Hallo. Ne, 15. Ja, sag doch. Warte, hier. 15. Hier.
62, 56. Hier, bei 56 bin ich jetzt. 62, habe ich noch. Oh, sogar Megalosaurus ist die Richtung. Wasserfall. Oh, Wasserfall sehe ich. Ey, Marvin, da sind drei Stück. Achso, ich dachte gerade, das wären diese komischen, wie heißen sie? Die Würmer? Wie heißen die Würmer? Atropleura, die Ja, Würmer, weil du auch den genauen lateinischen Namen weißt, Alter. Was ist los mit dir, ey? Ja, die Tausendfüßler sind doch Atropleura. Atipleurus? Okay, ja, genau die meine ich. Antriposophen. Ja. Oh, jetzt wieder so ein Antriposoph. Wir haben es eiskalt, ne? Das ist die Höhle, oder? Ja. Sieht danach aus. Da ist doch ein mega. Ja, lass einfach dran vorbeigehen, der schläft doch. Ja, okay. Oder man bringt ihn um. Wow! Ja, warum Alter, hat er mich gerade erschrocken. Er sich plötzlich im Hintergrund so. Ich hab Arcades weg von mir. Achso, hier hab ich jetzt auch, danke! Wie mega Tollwut habe ich, ey. Ja, ich kann gar nicht gehittet auf dem Tüler-Kühl. Ich hab gar nicht gehittet auf. Geh weg von mir, ey, Marvin! Ja, ist das auch. Ey. Habt ihr jetzt auch mega Tollwut? Ja, Eiernasen. Ja. Hauptsache, er macht mit mir rum, Alter, und hat mich voll, ey. Ich will nur einen fahren lassen. Du hast dich einfach richtig fies neben mich gestellt und fahren lassen. Hinterhältiger Mistwichser, ey. Das wäre geil, wenn man Leute anstecken kann mit Fürzen, oder? Corona ist hoch ansteckend durch. War das nicht bei Corona so? War das nicht bei so einem Zeitungsartikel ganz am Anfang von Corona, dass man Corona auch über Fürze bekommen kann? Ey, nee, echt jetzt? Ja. Ist das Ernst? Ja, hab ich gelesen. Digga, was? Dann darfst du nicht mehr richtig schön durch die Maske den Furz einatmen, ne? Wir das dürfen auch nicht nebeneinander laufen, weil sonst stecken wir uns immer wieder neu an und kriegen den Timer wieder hochgeprügelt. Ach, deswegen? Hast du schon okay. Weg? Ich hab mich schon gewundert, warum? Nee, warum geht's hier wieder raus? Was ist das für eine Höhle? Was doch, Scheiße, ist doch die falsche abgebogen. Oder nicht abgebogen. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg! Hallo! Ich will nicht Alter, es ist dunkel hier. Ich will nicht eure komische Krankheit bekommen. Ist das jetzt richtig, wo ihr lang cruise? Ja, aber oder? Ich hab deine Krankheit bekommen. Ja, hier ist richtig, ja. Also ist falsch. Delta, kannst du es bestätigen? Wir sind hier hinten wieder am Ausgang. Verräter. Aber es ist ein anderer Ausgang. Don't know. Kann man irgendwo woanders lang gemacht? Also, ich hoffe mal, das ist richtig, ne? Also, es muss ja richtig sein. Hauptsache, ich kotze mich hier richtig aus. Das sieht aber schon ziemlich geil aus. Heidewitzka, ey. Ich finde, die Höhle sieht ja ziemlich cool aus, ja. Kann man nicht oben rausfliegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht wieder so ein kleiner Nebengang, weißt du? Hallo, nee. Nicht. Das war ja bei der letzten Höhle auch irgendwie so ein ganz kleiner Gang, wo man dann auch noch reintigern konnte. Ja. Wodurch haben wir jetzt eigentlich Mega Tollwut bekommen? Das war das? Megalania! Bruder. Der schreit in den Tier. Ja, was rafft der? Das war gerade in der Höhle auch schon so. Noch mehr Megalania? Ja, da hab ich das aber nicht. Da haben wir es auch schon zweimal erzählt. Der nimmt das. Oh, guck mal, nein! Ist der vorbeigelaufen? Megalania, Alter. Megalania, Alter. Das muss richtig selten sein, oder? Kann man es auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Aber kein befruchtetes. Kannst du in China verkaufen, ja. Er hat einfach seinen rechten Rohn abgeknüpft. Mhm. Oh, guck mal, hier geht's lang. Ja, das ist neu. Okay, das ist angenehm. Alter, das ist erst gut. Boah, oh ja, das sieht doch geil aus. Oh, Daddy. Aha. Expedition, Digga. Einfach eine richtig krasse Expedition. Links oder rechts? Lass uns bitte alle zusammenbleiben. Ich gehe rechts, du gehst links. Okay, Gamma normal. Bei mir ist noch eine. Gamma 3. Wow! Alter, hab ich erschrocken, Alter. Schieß mal nicht so rum hier! Ja, was soll ich machen? Hier sind meine Viecher. Ja, nicht so rumschießen! Fliegen! Schneefliegen! Schießen! Aua! Ich wurde gepimmelt! Ich werde gepimmelt! Jetzt geht's los! Warum ist hier kein Loot? Hier links lang. Hier ist wieder ein Atropleura. Das ist aber auch ein dreckiger Name. Wir haben zwar unser Megatherium dabei, aber ja. Not necessary. Der Tiger-Kollege ist schneller. Okay. Ist im Kreis gelaufen. Der hier geht's runter. Dann zu Deko, ja.
Okay, dann ist oben jetzt nichts mehr. Also hier haben wir jetzt alles fertig. Oh, Spinnweben. Oh, Alter, sieht das geil aus. Das sieht krass aus. Rein damit dir, Skater. Alter, geil. Oh mein Gott. Warum ist hier kein Loot? Ja, wie viele Viecher du da gerade gleichzeitig umgebracht hast? Was ist da los? Ja, so das sind die Ameisen. Ja, die Schnecken weg, ey. Ameisen und Libellen und wurde vergiftet, ich muss abhauen. Ich hab das Artefakt! Sieht richtig geil aus, so ein Flügel hast ist du das. Schon? Ja, hier. Wow! Das darf aber voll nicht. So ein richtig geiler Flügel, ey. Aber die. Die letzten Höhen sind echt ein bisschen. Pümmel. Aber hier muss man ist sagen. Auch. Einfach Pümmel. Kein Loot drin gewesen, oder? War hier ein Loot-Drop drin? Hier muss. Hier ist einer. Oh ja. Meiner. Wieder blau. Meiner. Blau. Aua! Alter! Okay. Was war das? Level 290, Arthropleuter, ist okay. Liebenviecher. Level 400. Da waren übrigens drin ein 71 Rüstung Stoffhemd und ein 56 Rüstung Lederhandschuhe. Ja, können wir verbraten. Im Grinder. Herzlichen Dankeschön. Ja, aber das eine ne? war im Bauplan, das kann weg. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Digga, was waren das für Höhlen? Richtige. Das war jetzt enttäuschend, ja. Jetzt weißt du, warum man die braucht, Gamma. Dabei okay. Sieht die eigentlich echt geil aus. Ja, hatte was. Eigentlich sieht die cool aus, ja. Aber also, ich finde, nur ein so bisschen Drop, mehr machen können. Hm. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal wieder in das Wüstenbiom gehen. Schwach. Um da vielleicht was Besseres zu bekommen, weil das war jetzt wirklich. Nicht wie hießen sie? Firefly oder so? Na, Firefly. Ist denn die Firefly das Studio? Na, für Stronghold Crusader. Ja. Achso, weiß ich nicht. Wer heißt Firefly? Firefly, ne? Das Studio von Ark, die Entwickler. Wildcard. Wildcard. Studio Wildcard, ja. Also hier hätten sie echt ein bisschen mehr Effort reinchecken können. Hat aber so das war doch hier, den Wasserfall das, hier. Custom Made. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Modded Map. Fanmade. Ja, aber die haben das übernommen. Die haben sie einfach übernommen. Naja. Die dann müssen die auch Qualitätskontrolle machen. Und dann war's das. Jetzt machen die. Guck dir mal deren Game an. Wie komme ich hier wieder hoch, Bruder? Gar nicht. Kriegst du ihn auch nicht hoch? Digga, hier kommt man echt nicht hoch. Wir gehen immer hoch. Okay, ich hab's easy. Ich hab's auch geschafft. First Ciao, Delta. Einfach der schnellste Hochkrieger von Mexiko. Also, damit hätten wir jetzt alle Artefakte, um den Gamma-Boss zu beschwören, ja? Summon the Gamma. Werden wir dann und demnächst machen. Für den Gamma-Boss haben wir doch bestimmt auch schon genug T-Rex, oder? Ja. Also, nee, ja. Aber der fertige nicht, glaube ich. Ihr habt ja nur unterschiedliche Muffin-Muffin-Muffin-Muffin-Muffin. Wie? Ja, nee, ja. Ja, nee, Jein. Ihr habt ja... Also, ihr sag habt doch einfach ein klares Jein. Also, nein. Also es nein. Wird auf jeden Fall Verluste geben, dann, glaube ich. Ja, es wird definitiv Verluste geben. Aber man kann ja auch eine Snow-All mitnehmen, um die ganze Zeit zu healen, oder? Oder die Schweine, um die ganze Zeit zu healen. Ein Schwein solltet ihr euch holen und ein Yuti. Ja, haben wir. Also High-Level-Yuti und High-Level-Schwein. Lohnt sich das Ding hier? Machen wir. Genau. Okay, das steht als nächstes an, um alles vorzubereiten und nebenbei natürlich ordentlich weiter T-Rexe wegtamen. Warum glüht der so? Achso, der hat gekackt. Der hat ein Ei gekackt. Geil. So, aber wir waren mega erfolgreich. Wir haben mal wieder ordentlich Artefakte einsammeln können. Die brezel ich mal einfach hier rein, in den Schrank. Aber der Weg dahin war steinig, kann ich euch sagen. Dieser Weg. Weil die Map einfach umbauen. Ja, so, ja, die Koordinaten haben leider nicht so gestimmt, wie wir sie im Internet gefunden haben. Aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Jetzt wisst ihr, wo ihr suchen müsst. Und die Sachen werde ich nochmal kurz kaputt machen. Mann, ich die Scheiß drauf. Er wird alles platt gemacht. Brrr. So, und dann bedanke ich mich bei Delta, dass er dabei war. Und ich bedanke mich bei Deko, dass er auch dabei war. Daumen nach oben. Und vielen Dank für euren Support. Wenn ihr uns supporten wollt, checkt die Beschreibung. Instant Gaming, Triebwerk und Merchandise. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.